Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir fahren den Euro Truck Simulator 2 im Truckers MP. Auf der Fahrt von, jetzt muss ich doch mal kurz nachgucken, von Gdansk nach Krakau, beides in Polen. Mit einer Fracht Reis. Joa. Ist ganz gut. Wir stehen hier vor einer Mautstelle. Da habe ich in der letzten Folge einmal angehalten. Und von da aus fahren wir jetzt hier einmal in die Mautstelle rein. Und gucken wir mal, ob wir in dieser Folge noch in Krakau da hinten ankommen. Und ob wir dann eine Tour später nach Deutschland kriegen. Wollen wir mal schauen. Ende der Mautstrecke, 70. Ah, okay. Kann ich mitleben. Ach, so, jetzt habe ich richtig den Gang. Keine Güte. So, es dauert leider immer ein bisschen, bis der Truck auf Geschwindigkeit ist. Da ich ja noch relativ am Anfang bin. Und da mir leider noch nicht wirklich was Größeres leisten kann und heute sowieso Sonntag ist, da sowieso nichts an nichts Größeres ankomme. Ja, so wie letzte Folge angekündigt, den Sprachchat habe ich leider nicht. Meine Güte. Habe ich leider nicht deaktivieren können. Moin Robert, wie geht's deiner Mutter? Okay. Okay. Ich habe ihn nicht deaktivieren können. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht im Trucker MP das Ganze irgendwie deaktivieren kann. Beziehungsweise, wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir so gerne einmal schreiben, wie ich den deaktivieren kann, da er doch schon ein bisschen stört zwischenzeitlich. So, und es gibt ganz mal Gas hier, LKW. Komm, Mine. Mit W auf die 80, weil wir müssen da vorne sowieso runter. Ja, müssen da vorne sowieso runter. Ich glaube sogar einmal die Autobahn wechseln, oder? Ja, dann fahren wir gleich Landstraße weiter. Naja, das ist auch okay. Einsame Baumaschinen. Ich fahr zu schnell für den Gang. Und hinter mir ist jemand, der hier gerade nicht hochkommt. Kommen Sie, Gas ist unten rechts, ne? Falls du nicht, keine Ahnung, nicht entsinnen kannst. Ja. Ist okay. Weiß, wo mein Gas ist. Ach, ich wollte nicht blinken. Gut. Halten. Ach ja. Was passiert? Darf ich ja nicht. 70. Okay. Bin jetzt für ein Problem. Naja. Ist auch nicht schlimm. Beschleunige mal hier auf 70.
Dann ist mir egal, was andere hinter mir sagen. So. So, machen wir mal so. Ah, jetzt hat er auch in Ordnung. So, fahren wir jetzt noch 300 Kilometer über Landstraße? Naja. Ah, naja, gut. Da will ich aber nicht hin, wo das Schild hinführt. Komisch. Naja, gut. Kriegen wir schon alles hin. Wir kommen schon irgendwann mal am Ziel an. Hoffe ich jetzt einfach mal. Nö. Brauchen wir nicht. Bin ich müde. Passt alles. Ich fahre auch gerne nachts durch. Wobei, was? Okay. Interessanter Parkplatz. Wendeschleife. Da möchte ich nicht nachts mit dem LKW stehen. Nicht so unbedingt. Okay, scheinbar fahre ich den Leuten hier zu langsam. Aber ich habe ja Zeit. Oder er hat gesagt, wir haben ja Zeit. Brauchen wir jetzt nicht hier durch die Gegend zu rasen. Können wir gemütlich hier mit 70 fahren. Schöne Gegend hier. Schön ländlich, ein bisschen in den Bergen. Gefällt mir. Sieht sehr gut aus. Ja, schon wieder ein Parkplatz. Schon wieder dasselbe. Hi, Kollege. Schon wieder so eine Wendeschleife als Parkplatz? Ja, war ja klar. Oh Mann, oh Mann. Müssen die hier wirklich nachts stehen, wenn sie Pause haben? Wenn das wirklich so ist. Ah ja. So. 1:29, ne, 1:27 sind wir da, noch 4 Stunden, also in-game 4 Stunden, nicht im Real, das wäre es ja noch, wenn man hier 4 Stunden vorsitzt. Wobei, wäre auch schön, wenn das hier Realtime wäre, aber ist ja nicht. Oh, gegen Grüßen, auch wenn nichts zurückkommt.
Da ist ein Auto. Schade, wir fahren immer noch nicht auf die Autobahn. Naja, egal. Ich hoffe mal, hier ist jetzt nicht 50 und wenn... Hört es mich gerade auch nicht. 70. 70 ist... Ist schön entspannt. Im Gegensatz zu zum Beispiel Omsi, wo man ja an jeder Ecke auf einmal anhalten muss. Das ist hier mal echt schön entspannt, mal eine Runde durch die Gegend zu fahren. Und an der roten Ampel zu stehen, das kennen wir ja. Bitte, was meinst du, wer ist ein Rindvieh? Ach Leute. Blinken wäre eine gute Idee. Das Gute ist, ich glaube, den Sprachchat hört man nur, wenn man in der Nähe ist und nicht gerade unbedingt sein LKW abwirkt. Passiert mir das jetzt eigentlich so häufig? Dürfen wir nur 50 fahren hier in der Stadt. Rote Ampel. Gerade einfach über eine rote Ampel gefahren. Kostet ja im Multiplayer auch Geld. Naja, war ja genug. Ich habe auf jeden Fall nicht genug. Roll ich? Ich rolle, war ja klar. So. Na komm, wird grün. Dankeschön. Einmal bitte ohne abzuwürgen. Ja, falscher Gang, ich hab's gehört. Nur mal gesehen. So. Lenkrad wieder fangen. Ist halt gut. Warum darf. Naja, ich wollte gerade sagen. Sogar 80 hier ist das. Ah, das ist eine Autobahn. Ah. Sehr gut, aber ich könnte mir ein bisschen mehr Licht anmachen, dann sehe ich auch was. Wenn ich jetzt Fernlicht anhabe, aber ist ja nicht so schlimm. Meine Scheinwerfer sind ja leider nicht so hell. So. Tempomat. Thank you.
Oh, 84, ja, 84 ist okay. So, was haben wir denn? Okay, haben wir noch die zu Ende, die 182 Kilometer hier in der Folge? Ansonsten, ja, ja komm, warum eigentlich nicht? Machen wir noch eben hier die Tour zu Ende. Ich glaube, hier ist auch gerade nicht wirklich was zum Anhalten. Straßenrand möchte ich nicht so unbedingt. Und da machen wir einfach mal weiter. Machen. So. Dann fahren wir auch d'accord mit 80. Dann ist das auch in Ordnung. Bisschen Realität muss ja drin sein. Würde ich jetzt mal einfach mal behaupten. So, wobei die Straße ist beleuchtet. Da reicht auch normales Licht, wenn wir das anhaben. Müssen nicht unbedingt Fernlicht anhaben. Ist das nicht schön? Wie ich das schon öfter sage, so eigentlich wunderschön entspannt. Wenn man die Kurve kriegt und nicht unbedingt gerade was trinken will. So, upsa. Da wollte ich. Wow, meine Güte. Ich hab's heute mitfahren. Eigentlich müsste er jetzt automatisch wieder auf 80 beschleunigen. Die Drehzahl geht gerade immer weiter runter. Ja gut, warte mal, machen wir mal. Hallo? Warum nimmst du kein Gas mehr an? Ah, jetzt nimmst du wieder Gas an. Gerade schon sagen, warum nimmt er jetzt gar erstmal an? Einsam hier, so leer. Nee, ist ja keiner, außer ich, auf der Bahn. So, wir lassen ihn jetzt einfach mal hier auf dem Gang. Sicher ist sicher. Nicht, dass es dann wieder so eine halbe Ewigkeit braucht, bis wir auf, den 80 km/h sind. So. Haben wir das auch geschafft.
ist das schön. Sag ich aber auch schon die ganze Zeit. Ups. Hilfe. Wollte ich denn hin? Also mitten in der Nacht fahren ist auch nicht so unbedingt meins. Dann so kaum was. Ja, wobei, man sieht, doch, man sieht eigentlich gerade relativ genug. Obwohl wir 22 Uhr, ja, halb elf haben. So. Sind wir gleich auch in 75 Kilometern? Ungefähr sind wir dann am Ziel. Stellen wir noch eben den Hänger ab. Und dann machen wir Feierabend hier im Truck, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie viel Geld wir dann verdient haben. Ob wir uns dann vielleicht in einem der nächsten Folgen mal einen stärkeren LKW kaufen können. Weil die kosten, glaube ich, so um die 100.000 oder ein bisschen mehr. Naja, kriegen wir schon irgendwie alles hin. So, ich muss nicht hier runter. Ich muss da hin. Ich muss auf die Seite rüber. Zu schalten, während man berghoch fährt, ist keine gute Idee. Aber doch, es funktioniert. Schon wieder so eine Mautstelle. Ist das schön. So. Zu schnell. Okay. Ja. Kommt schon mal vor. Ah, kommst du den Berg nicht hoch? Fahren ohne. Ich hab doch Licht an. Egal. Hatte doch eigentlich Licht an, aber gut. Wenn die meinen, ich hatte kein Licht an, dann hatte ich halt kein Licht an, dann ist er doch in Ordnung. So. Gut, jetzt habe ich Fernlicht an. Naja, ist ja nicht so schlimm. Fahren wir halt so, so sehe ich wenigstens was.
So, kleine Überlänge hier in der Folge, wie ich es gerade sehe. Ah, naja. Ah, guck mal, da ist die Mautstelle schon wieder zu Ende. Na, Wesen wollte nur 13 Euro von mir. Es ist hier in Ordnung. So, und der andere, der mich da angeguckt hat, darf mich gerne überholen, wenn er das wünscht. Der Platz. So, ich muss jetzt eh runter. Wo muss ich da unten lang? Ach, da, okay. Richtung Krakau heißt das Ganze, nicht Krakau, Krakau, okay. Aber ich glaube, jetzt bin ich für den Gang, den ich gerade nutze, sowieso viel zu langsam. So, und da ist auch schon unser Ziel da vorne. Ich war für 60. So, wo müssen wir denn hier in die Firma rein? Das hier vorne? Das ist vor der... Ja, das ist vor der Ampel, okay. Okay. Anhalten hätte nicht sein müssen. Also wenn ich die Motor abwürgen hätte sein müssen, aber naja. So. Wir fahren mal die Ladung selbstständig. Sofort hier weg. Ja, ja, ist doch gut. Gerade haben wir bei Mackes hier in der Küche. Das Gepiepe. Ja, komm. Ah. Ah.
ein Stück nach vorne. Sollte ich auch nicht ständig meinen LKW abwürgen? Ja, jetzt habe ich es aber nur kurz. Ja, falsch rum. Okay, nochmal. Sieht gut aus, oder? Lass mich so stehen? Nee. Natürlich nicht. Okay. Er macht's halt schon. Ja, der hat's geschafft in einem Rutsch. Wunderbar. Na, guck mal. Ich jetzt auch. Wurde doch mal Zeit. Ja, Fortschritt wird gespeichert. So, Abzug für Schäden. Hab ich einen Schäden? Ah ja, egal. Ich habe $11.000 bekommen. Aber ist doch völlig in Ordnung. So, damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das war jetzt ein bisschen längere Folge. Aber naja, kommt schon mal vor. Ich wollte es nicht zwischenzeitlich nochmal anhalten, alles nochmal neu machen. Von daher ist das schon soweit in Ordnung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Haut einmal die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich sage ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer Momsi.